Ich bin Jörg vom Gaussander Team Robot und begleite euch mit meiner Stimme hier durchs Video. Leider muss ich auch sofort etwas zu den K2-Ausschlägen hier im Video sagen. Da die Ausschläge punktuell sind und nur an einer Stelle am Tisch, denken wir, dass etwas in der Tischplatte ist, was unseren K2 zum Ausschlagen bringt. Auch hört ihr in dem Interview unseren Hund laufen. Nur mal als Vergleich zu einem EVP, das wir euch hier vorstellen. Viel Spaß beim Schauen. Hallo, ich bin Sabine vom Großhunter Team Ruhrpott. Neben mir sitzen der Jörg und die Chrissy. Wir haben unsere erste Ouija Board Sitzung hinter uns gebracht, haben nun auch die Ergebnisse an den Start gebracht. Und wir wollen mal schauen, ob wir euch vielleicht damit auch ein bisschen überzeugen können. Wir erzählen so ein bisschen, was wir selber erlebt haben oder wie wir das Ganze erlebt haben. Und da würde ich sagen, da fängt der Jörg mal mit an. Ja, also wie gesagt, war unser erster Ouija-Bot, unser erstes Ouija-Bot-Projekt gewesen. Auf dem Board selber ist nicht sehr viel passiert. Also wie gesagt, wir hatten zwar leichte Bewegungen auf der Planchette gehabt, aber diese, denken wir mal, erklären zu können durch Muskelzucken von uns, war die ganze Zeit den Arm quasi so zu halten, ging ganz schön auf die Muskeln auch. Also wir hatten so keine Interaktion auf dem Board gehabt. Was wir hatten hinterher, das seht ihr auch später, werdet ihr auch später im Videomaterial sehen, ist, nach der Beendigung der Sitzung hatten wir den K2 noch auf dem Board liegen gehabt. Der hat die ganzen 2 Stunden über nichts gesagt, außer wo wir einmal in der Küche waren, das seht ihr später auch im Video, fing er auf einmal an, die ganze Zeit auszuschlagen. Hat man den einmal noch ein bisschen gedreht, waren die Ausschläge weg. Man muss auch dazu sagen, wir hatten WLAN und Handys, alles ausgehabt, Stromquellen um den Tisch herum waren auch alle soweit aus gewesen. Und wie gesagt, sonst hätte er in den 2 Stunden bestimmt auch schon irgendwas gemacht. Ja, wie habe ich das Ganze empfunden? Streckenweise hatte ich das Gefühl gehabt, dass wirklich jemand hier in der Wohnung ist oder uns auch beobachtet von irgendwoher. Man hatte auch das Gefühl gehabt, von der Stimmung her, dass da irgendwas kommt, was Großes. Ob sich das bestätigt, hinterher nochmal, wird man auch nochmal alles sehen. Ja, so fand ich das Ouija-Board-Projekt eigentlich klasse. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mal sehen, was Chrissy dazu sagt. Ja, also ich hatte auch eigentlich schon die ganze Zeit das Gefühl, dass da die ganze Zeit eigentlich bei uns jemand war, aber ja, so wirklich raus kam es ja nicht. Ja, du hattest ja den Verdacht gehabt, dass da jemand Männliches gewesen wäre. Ja, ne? Auf jeden Fall jemand. Was man auch, ich finde persönlich, wie man auf den EVPs auch hört, es war ja eindeutig eine männliche Stimme gewesen, die wir da haben. Auf jeden Fall. Und was sagst du? Also, ich hatte schon die ganze Zeit mehr oder weniger das Gefühl, dass wir beobachtet werden, dass derjenige sich aber nicht wirklich an das Board herantraut, warum auch immer. Eigentlich so mehr so versteckenmäßig, ne? Mal kurz gucken, was passiert da, einen Kommentar dazu abgeben und dann wieder sich zurückziehen. Also so dieses Gefühl hatte ich halt. Und ansonsten, ich meine, ich fand das Projekt an sich, fand ich klasse. Machen wir bestimmt auch nochmal oder des Öfteren. Und so vom Großen und Ganzen her, ich hatte nur ganz zum Schluss, als wir, ja oder fast am Schluss, hatte ich halt das Gefühl, so jetzt müssen wir diese Sitzung beenden. Und das habe ich dann auch gesagt und das haben wir dann aber auch getan. Genau, also ich habe das Board sofort geschlossen auf dem Wunsch hin. Kam auch keine Vorkommnisse, also das Board war wirklich zu gewesen, wie man auch so sagt. Inwieweit man jetzt ein Board öffnet, schließt, ob man damit die geistige Welt erreichen kann, das wollen wir gerade durch diese Versuche erforschen. Ja, was interessant war, das Board selber war ziemlich ruhig gewesen, aber das Drumherum war schon da gewesen. Also ja, wir haben EVPs, wir haben zweimal Videobeweise mit dem K2, dann halt auch nochmal 2 Videosequenzen, wo man wirklich merkt, dass da was kommt und schaut einfach selbst rein. So, da sind wir eigentlich schon durch, ne? Ja, würde ich sagen. Da ja unser Mitstreiter, der Clemens, nicht mit aufs Video wollte, weil er ja gesagt hat, ja, ich habe da ja nicht mitgemacht. Ich war ja nur an der Technik und im Hintergrund. Würde ich ja trotzdem sagen, dass er ein paar Worte noch an euch richtet. Ja, für mich auf jeden Fall muss ich dazu sagen, der Abend war schon interessant. So mit dem Ouija-Board habe ich noch nie gearbeitet.
Ja, aber so wirklich wahrgenommen hatte ich jetzt nicht so viel, wo man sagen könnte, ja, hier könnten paranormale Ereignisse sein. Aber die Ergebnisse sprechen eindeutig für sich und ja. Ja, da haben wir noch die Petra hier. Bis wir machen wir halt einfach so. Kommt doch aber, zieh mal die Kamera ein Stück zurück. Einer hier links von mir, einer da rechts von der Chrissy. Ich glaube, das ist hier. Na jo, So, das ist oder da die. hoch. Ja, das wird schwer. So, das ist Ich die komme Petra. hin. Hallo. Petra ist neu bei uns im Team. Sie hat jetzt bei der ersten Versuch, konnte sie jetzt leider nicht dabei sein, hat aber die Ergebnisse gesehen. Und Richtig. zum Teil, was sagst du Kurz dazu? ab. Also ich fand die EVP-Aufzeichnung schon sehr interessant. Vor allen Dingen, dass man teilweise sehr klar raushören konnte, dass da jemand was sagt. Also eben nicht nur eine Vermutung, sondern wirklich auch sehr deutlich. Und das schon, ja, ich bin gespannt, auch mit dem K2. Es sah ja wirklich so aus, als hätte das Board sozusagen einen Ausgang, aus dem Energie Als ob es entweicht. pulsieren Genau. würde. Als wenn da wirklich so entweder eure gesammelte Energie oder die, ich sag mal, Energie von außerhalb dann sich da gerade einen Weg sucht, um ja halt auch zu gehen. Ne? Das war schon wirklich spannend. So, jetzt seht ihr mal auch das ganze Team. Wie gesagt, wir machen die PU-Berichte mittlerweile was anders. Wir verzichten auf den schriftlichen Teil, machen dafür ausführlichere Videos. Und ja, in diesem Sinne, was ist paranormal? Tschüss. 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 Hier zeigen wir euch mal einen kleinen Ausschnitt aus unserer Sitzung. Hi, ich bin Jörg vom Ghost Hunter Team Ruhrpott. Heute wollen wir mit unserem Projekt starten, Ouija Board. Das wollen wir jetzt mal über einige Zeit testen, bei uns im privaten Haushalt, ob wir irgendwelchen Kontakt zu Geisterwesen damit erreichen können oder es als Hilfsmittel nehmen, dass wir mit unseren Messgeräten oder mit EVP oder mit Videokamera was aufzeichnen können. Bei mir sind der Clemens, der führt gerade die Kamera. Dann haben wir noch die Chrissy und die Sabine hier. Die beiden werden mich an Bord begleiten. Wir haben ein bisschen was an Technik aufgefahren. Einmal zum einen das Ouija Board selber. Dieses Ouija Board wurde von mir geweiht und aktiviert. Dann haben wir weitere Technik, haben wir mehrere Kameras hier stehen, zwei Dashcams, eine IR-Kamera. Das Paraskop ist hier. Die Olympus selber, unsere normale Kamera ist hier. Unser selbstgebauter BuBuddy ist hier. Und wir arbeiten auch mit zwei EVP-Geräten, einmal mit unserem altbewährten Philips und einmal mit unserem Zoom H1, der ein bisschen weiter weg liegt. Ja, schauen wir mal, ob wir einen Kontakt kriegen. Und wir sind mal gespannt. Was ist paranormal? Wesenheit, ich, Jörg, rufe euch durch Raum, durch Zeit und Raum. Ich rufe euch aus der Unendlichkeit zu mir ans Hexenbrett. Bitte kommt zu mir, erscheint mir hier an diesem Ort, zu dieser Stunde und kommuniziert mit mir. Ihr könnt ruhig beilegen, wenn ihr möchtet. Wesenheit, ich, Jörg, rufe euch durch Zeit und Raum. Ich rufe euch aus der Unendlichkeit zu mir ans Hexenbrett. Bitte kommt zu mir, bitte kommt zu mir, erscheint mir hier an diesem Ort zu dieser Stunde und kommuniziert mit mir. Miss Disco-Tag in der Geisterwelt. Miss Disco-Tag. Sind Sie nicht so geschwätzig? Wesenheiten, ich, Jörg, rufe euch durch Zeit und Raum. Ich rufe euch aus der Unendlichkeit zu mir, ans Hexenbrett. Bitte kommt zu mir, erscheint mir an diesem Ort, zu dieser Stunde und kommuniziert mit mir.
Wesenheiten, ich, Jörg, rufe euch durch Zeit und Raum. Ich rufe euch aus der Unendlichkeit zu mir ans Hexenbrett. Bitte kommt zu mir, erscheint mir an diesem Ort zu dieser Stunde und kommuniziert mit mir. Wesenheit, ich, Jörg, rufe euch durch Raum und Zeit. Ich rufe euch aus der Unendlichkeit zu mir ans Hexenbrett. Bitte kommt zu mir, erscheint mir an diesem Ort zu dieser Stunde und kommuniziert mit mir. Wesenheiten, ich, Jörg, rufe euch durch Zeit und Raum. Ich rufe euch aus der Unendlichkeit zu mir ans Hexenbrett. Bitte kommt zu mir, erscheint mir hier an diesem Ort, zu dieser Stunde und kommuniziert mit mir. Wesenheiten, ich, Jörg, rufe euch durch Zeit und Raum, ich rufe euch durch die Unendlichkeit zu mir ans Hexenbrett. Bitte kommt zu mir, erscheint mir an diesem Ort, zu dieser Stunde und kommuniziert mit mir. Während der Sitzung ist das passiert, was wir euch hier in zwei kurzen Videos und einer Aufnahme auf unserem Tonbandgerät Zoom H1 zeigen wollen. Komm ruhig näher. Geräusche aus dem Flur. Komm ruhig näher. Geräusche aus dem Flur. Hier wollen wir euch einige EVPs zeigen, die wir gemacht haben. Am Ende jeder EVP zeigen wir euch, was wir gehört haben oder was wir auch nicht verstanden haben. Wir empfehlen an dieser Stelle, dass ihr Kopfhörer nutzt, weil man mit diesen mehr verstehen kann. Thank you.
Ich, Jörg, rufe euch Wesenheiten oder Geister zu mir ans Hexenwelt, um mit mir dadurch zu kommunizieren. Okay, ich recke deine Arme in Annahme, dass du nicht Heike bist. Ja, Sabine, du hast gesagt, du hattest plötzlich dieses dringende Gefühl, dass diese Sitzung mit dem Wort beendet werden muss. Kannst du das näher beschreiben? Also das war so meine erste Frage. Wieso oder was war, beschreib es einfach mal. Also wir haben ja die Anrufung die ganze Zeit gemacht, das hat ja der Jörg gemacht. Er hat ja die Wesenheiten oder was auch immer zu uns gerufen ans Board. Und auf einmal wurde es ziemlich kalt. Und ich hatte das Gefühl, wenn wir jetzt weitermachen, fliegt uns irgendwas um die Ohren. Also, dass wir dann wirklich so einen richtigen Hammer abkriegen. Und es ist halt so ein Bauchgefühl. Und ich muss dazu sagen, ich bin ein Mensch, der auf seinen Bauch hört. Und deswegen war für mich halt da der Punkt, wo ich dann gesagt habe, mach das Board zu. Mhm. Weil ich hatte wirklich das Gefühl, da kommt irgendwas ganz Großes, was Dickes, was uns allen zusammen den Arsch aufreißen wird. Okay. Wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Ja, ja, natürlich, natürlich. Na? Und aufgrund diesen oder dieses Gefühls habe ich halt gesagt, mach das Board zu. Also so eine dunkle Vorahnung. Ja. Also als wenn sich, also eine Ankündigung, ja, die du ganz tief in dir gespürt hast. Und richtig. Also eine Warnung auch. Ja. Das ist doch und gut. Ich muss dazu sagen, also wenn ich so ein extremes Gefühl, wie es jetzt an dem Abend war, dann mich dafür zumachen, reinigen. Ja. Feierabend, das Ding an der Seite legen, Ende. Sicherheit geht vor. Richtig. Auf jeden Fall. Ja. Das ist super. Würdest du doch auch machen. Auf jeden Fall. Ich bin auch ein ganz impulsiver und gefühlsbetonter Mensch. Und wenn ich so ein Gefühl hätte, würde ich auch sagen, Leute, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Da kommt was, da tut sich was. Aber wie haben denn die anderen im Team reagiert? Hatten die zu diesem Moment, als du das ausgesprochen hast, hatten die ähnliche Empfindungen? Ja. Beim Jörg weiß ich es, weil er gesagt hat, ich hatte das auch gerade so im Hinterkopf, wir machen es jetzt zu. Bei Chrissy, denke ich mir mal, war es ähnlich. Ja. Sie hatte auch das dringende Gefühl, das zuzumachen. Ich war halt der Blödmann, der dann gesagt hat, mach dicht. Ja. Ja, das war gut. Aber einer muss es ja machen. Ja, einer spricht es immer als erstes aus. Ja. Ne? Und manchmal ist man sich ja mit seinen eigenen Gefühlen noch nicht so ganz sicher und hört noch so ein bisschen in sich rein. Und ja, und ich war eben halt der Meinung so, ja, die hat es am lautesten geschrien. Und das hat mich so angeschrien und mehr oder weniger angesprungen, dass ich dann sage, nee, also Stopp, Cut, Feierabend. Super. Ja. Ich bin auf die nächsten Versuche mit dem Board gespannt, wo ich dann hoffentlich dabei bin. Ja, und dann gerne. Ja, auch auf die nächsten Untersuchungen mit euch. Mhm. Ich freue mich schon auf jeden Fall. Erstmal danke, dass ich euch mit meiner Anwesenheit hier so, ich sag mal, belästigen darf. Belästigen kann man natürlich nicht sagen. Sie hat uns mit Torte bestochen. Okay. Nein, ein Spaß. Nee, aber du kannst ja gerne mit reinschuppern, ja. Dafür ist es ja da. Dafür hast du dich ja an uns gewendet. Richtig. Na, schauen wir mal. Ach, vielleicht kriegen wir jetzt bessere Ergebnisse, wenn du da bist. Wer weiß, wer weiß. Ich bin auch auf jeden Fall wahnsinnig gespannt. Ich auch. Ja. Ja gut, dann danken wir erst. Ja. Und sagen wir tschüss. Tschüss. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Da das unser erster Versuch war, werden wir noch weitere folgen lassen. Wir haben auch vor, das Board in einer ein oder anderen Location zu testen. In diesem Sinne, was ist paranormal?